So, Madame, Monsieur, da sind wir damit schon wieder. Und ja, neue Folge, Guild Wars 2. Im Hintergrund Twilight of the Thunder God von Monomar. Mal schauen, ob ihr das hören könnt. Und weiter geht's im Trend. Ja. Wir haben den Renari, heißt er, glaube ich, gefangen, den Gefangenen in die Grove verlegt und wollen ihn jetzt nach der Beute von einer Ausfrage nach dem Angriff für den Nightmare Code vorher. Schauen wir mal kurz bei diesem Laurel Merchant. Und schauen vielleicht auch vorher mal, wie viel. Ach, das kriegen wir da unten angezeigt. 8 Laurels haben wir. Da gibt es verschiedene Booster zum Kaufen, verschiedene Crafting Bags zum Kaufen. Ja, was wir jetzt machen werden, ist einmal die Farben kaufen. Und dann haben wir noch 3 übrig und können Obsidian Shards kaufen. Diese Obsidian Shards sind account-bound und die werden auch später für gewisse andere Dinge benutzt. Aber wir schauen erstmal nach, was das für Farben sind. Crush Dye. Und dann werden wir jetzt in den Trading Post gehen und schauen, was die Farben, die wir gerade bekommen haben, wert sind. Ja, nicht so viel, wie es scheint. Crush Dye ist auch kommas wert, aber hier die Ruby Dye würde sich wahrscheinlich lohnen zu verkaufen. 44 Silber ist eine ganz gute, ein ganz gutes Geschäft eigentlich. Was haben wir noch? Pink Ice Dye, Mint Ice Dye kann man vielleicht auch noch ganz gut verkaufen. 10 Silber ist eigentlich auch noch ein ganz guter Preis. Und dann werden wir auch noch gleich die Crush Dye, die Iris Blue, finde ich eigentlich ganz schön. Die Heather Dye nehmen wir weg. Obwohl die Iris Blush Dye. Ach komm, das Lila ist ganz neckisch. Die Pink Ice Dye, dass die keinen haben will, kann ich verstehen. Deshalb werden wir jetzt einfach erstmal hier die ganzen Farben eben freischalten für uns. In der Regel lohnt es sich übrigens nicht, Farben zu kaufen. Ich wollte jetzt nur mal meine Laurels ausgeben und mal ein bisschen posen quasi mit den Farben. Und jetzt gehen wir in unsere Story-Instanz rein. Müssten hier auch gleich einen Dialog bekommen. Calm yourself. Since the Wardens cannot sway him, we will use cunning. When the Valiant arrives, I will explain. The Wardens have had no luck convincing Renvari to tell us what he knows. If he doesn't talk soon, we may never find Isvelta. It's time to try something new. We'll take you into the jail as prisoners and place you in the cell with Renvari. I will give you a key to the cell. Tell Renvari that you stole it from the Wardens and make your escape. In the cell with him? Keith, he's a psychopath. That's too dangerous. There must be another way. He's one Silvari. There are two of you. The only way to gain Renvari's trust is to convince him that you're kindred spirits. I'm willing to try. Do you think that pretending to be prisoners is enough to get him to confide in us? No. Renvari must also believe you're potential converts to the Nightmare Court. Therefore, during your jailbreak, you will kill me. What? That's not funny, Keith. It isn't meant to be a joke. Don't worry, young dreamer. You play your part. And I'll play mine. Follow me. Act oppressed. Ja, dadurch haben wir jetzt herausgefunden, was wir eigentlich machen sollen. Und ihr seht gerade, es hat gerade noch ein bisschen gebackt. Aber gut. More troublemakers, put them in the thorns. Wir sind. Don't get too close to Renvari. I've heard he can kill you with a touch of his hand. Wir möchten diesen Menschen dazu bringen, uns zu vertrauen.
beziehungsweise diesen Silvari. I'm not sure the Mother Tree taught me a word that expresses how awful this place is. Ja, ich werde für die kleinen Dialoge jetzt nicht extra. Come to set me free. Not likely. Enjoy prison, Renvari. You'll be in here for a very long time. Okay, vielleicht werde ich vielleicht für die kleinen Dialoge doch noch ein extra das rausnehmen und so und erhöhen den Ton und so weiter. Ihr kriegt es ja dann mit in der fertigen Folge, ob ich es tue oder nicht. This cell's hardly big enough for one, and I've got two idiots clogging it up now. Ugh. We're not idiots, we just got careless. Next time that blighted Kaith won't be so lucky. She caught you too? Yeah, but she won't have time to brag about it. I palmed a key from the guard. We're getting out of here. Nicely done, I'll admit. But what about the guards? You two won't last a minute against the wardens. Are you afraid? Look, friend, if you want to stay here, feel free. I thought the Nightmare Court was supposed to be tough. You could be trying to convince me to break out, just so the wardens have an excuse to cut me down. It's going to take more than taunts to convince me. What's so scary about that Nightmare Court here anyway? Looks normal to me. Yeah. Wir versuchen es mal damit. Escape the jail. Ja, kriegen wir hin. Ich verstehe irgendwie nicht so. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, wo da ein Schlüssel rein soll. Ich meine, ja, es ist irgendwie. Leicht blöd, oder? Okay, was macht das? Dafür, dass da jemand mit einem Handschlag töten können soll, ist das schon ein bisschen, braucht er schon so ein bisschen lange. Hab ich so das Gefühl. Ja, also für die kleinen Dialoge werde ich vielleicht, je nachdem ob sie relevant sind oder nicht, nochmal mein Geblabbel leiser stellen und so. Also ihr wisst ja, wie das läuft quasi. Cool. Zack. Was macht das? Aha. Okay, das ist auch wieder so eine Quest, wo man eben... Huch. Wo man eben... Dingensgedöns halt. Wo man eben eine eigene Waffe bekommt. Und die sind manchmal auch ein bisschen blöd gemacht, aber hier geht's eigentlich. Herr Jung, kommst du mit? Oder willst du da stehen bleiben? Was, Digga, ey. Ja, ich lasse meine Musik jetzt extra mal aus in den Parts hier. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass meine Musik bei YouTube durchkommt. Stop and surrender, prisoners. Not this time, Kaith. Hey, die ist ausgewichen. Das ist nicht nett. Von hinten, mitten in die Fresse. Haha. Zack und weg. Und wie das funktioniert. Ich glaube, die ist tot. We are tremendously vicious and cruel. You killed a firstborn. Wouldn't you say so? Yay. You killed her. I'm impressed. The Nightmare Court will welcome you both as heroes. You presume that we can make it out of here alive. Once the wardens discover our escape and Kaith's murder, they'll be after us. Then we split up and divide their efforts. After we lose them, we can regroup.
There's a camp northwest of Aaron's Woodlot. Meet me there, and we'll celebrate your victory with our Nightmare Brethren. Looking forward to it. I've wanted to meet the Nightmare Court for a long time. I'll see you soon. Ja, das macht irgendwie nicht so viel Sinn, weil ich habe ja eben schon relativ viele von denen abgeschlachtet. Die müssten eigentlich wissen, wie ich aussehe. Aber ein bisschen von der Unlogik in dem Spiel wollen wir ihm ja auch mal gönnen. Ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Kate, you're right. Renvari fell for the whole thing, just like you said he would. You did well, my friend. I have the bruises to prove it. You were both astonishingly brave. You risked your lives just to help me save Isvelta. I'm in your debt. The risk was necessary. We needed information, and now we have it. Renvari told us where the Nightmare Court is meeting. They'll be keeping the prisoners in their camp. I'm sure Isvelta will be glad to see us. We'll free her and escape the camp together. I hope you're right. We shall see. Ja, wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Aufnahmestopp. Und ich schau mal nach, ob ich überhaupt meinen Ton drin habe. Ja, bis gleich. Ja, er hat sich rausgestellt, ich habe doch aufgenommen. Was ein bisschen suboptimal ist. Aber, ja, was soll's. Wir können uns hier mal anschauen, wie die Dinger aussehen. Nee. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Und dann zeige ich euch mal, wie man transmutiert. Und zwar ist das jetzt unser Standard-Equip. Das haben wir quasi an. Und das ziehen wir jetzt hier rein. Und ziehen das hier jetzt aber auch rein. Und sagen, wir möchten von dem von den beiden die Stats. Und hier oben, das ist quasi das Aussehen. Und schon sehen wir so aus. Wo wir jetzt allerdings auch ein bisschen umstylen wollen. Denn wir wollen das schwarz haben. Und ja, das sieht eigentlich so schon ganz cool aus. Weiß nicht, was macht das? Was macht das? Also das Schwarz finde ich jetzt hier an der Stelle schon ganz cool. An der anderen Stelle würde ich jetzt ehrlich gesagt lieber so eine Zitrus, nee, halt eher was Goldenes, was so ein bisschen nach ja, das sieht so ein bisschen nach Metallschnalle aus. Das ist eigentlich ganz cool so. Ja, bei den Handschuhen werden wir jetzt allerdings schwarze Handschuhe machen. Und ja, dann sieht es eigentlich so ganz geil aus, würde ich sagen. Also mir gefällt's. Nur die Schuhe finde ich halt immer noch so ein bisschen blöd. Aber gut, vielleicht finden wir noch schönere Schuhe. Also wie es jetzt aussieht, wie gesagt, bis auf die Schuhe gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und ja, wir können jetzt weiter mit der nächsten Story-Instanz und auch wieder Musik anmachen. Ja, soweit so gut. Wir wollen dahin und werden uns... Boah. Ja, ich habe eben was gegessen zwischen den Aufnahmen. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen Schlockes. Ja. Hier vorne wieder Story-Instanz. Ich weiß langsam auch nicht mehr, was ich erzählen soll. Wir kommen nämlich so langsam an das Ende meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe jetzt schon 4 Folgen aufgenommen, das ist jetzt Nummer 5 am Stück. Nummer 6 wird aber auch noch, denke ich mal, kommen. Ja, bla bla bla. Ich glaube eher, dass die Isvelta zum Nightmare Kurt. Ja, ich werde es jetzt prinzipiell Kurt nennen statt Kurt. Ja, ist einfach Kurt. Well done. Come, let me introduce you to the court. What was that? I thought I felt. Never mind. Must have been the wind.
Lord Renvari, how did you escape the Wardens? These two scoundrels broke me out. Can they be trusted? Haven't you heard? They're the ones who killed Kaif. They killed a firstborn? I thought it couldn't be done. Welcome, friends. Welcome to the Nightmare Court. You shall have a glorious future among us. Have you been chosen for the attack against Astoria? I have, and I glory. Ja. Firstborn Kaif. Schön. Der Nightmare Court, ja, wird übrigens angeführt von der Nightmare Duchess, und die Nightmare Duchess ist, soweit ich das weiß, Kaiths Geliebte, ehemalige oder irgendwas in der Richtung. My beloved Isvelta, thank the pale tree you're all right. Quickly, come with me. We have to get out of here. No, Tiagrin, I cannot go with you. But, Isvelta, I don't understand. Don't you love me? With all my heart, dear knight. Come, take my hand, and we will both stay. We will thrive in the Garden of Nightmare. These people are evil. You aren't one of them. Return to the grove with me and put all this behind you. I cannot, love. The Nightmare Court has shown me the truth. Ventari's tablet is false. The pale tree is lying to us. Don't you understand? It is marvelous. I have been chosen to lead the next attack on the village of Astoria. The court will free them, and I will free you. So it's true. Once you join the Nightmare Court, you change. Isvelta can't return to the dream. No. I can't accept that. I won't. Where are you going? Come back! If you love me, Tiagrin, then meet me where our hearts began. You remember the place. Hey, what are you doing? An end to your evil. Quick, you've made a poor choice. Ja, wir müssen uns jetzt hier rausboxen wieder. Wie schon gesagt, der Nightmare Court korrumpiert die guten Leute. Das Problem daran ist eben, dass sobald man einmal im Nightmare Court gedient hat, beziehungsweise sobald die ihn einmal konvertiert haben, gibt es keinen Weg mehr zurück. In den normalen Traum. Und anscheinend habe ich mich ein bisschen vertan. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt der Größte in der Lore von Guild Wars 2. Und wie es aussieht, wollen die nicht den Pale Tree befreien, sondern die Silvari. Habe ich so den Eindruck jetzt. Aber das ist natürlich auch gut möglich. Oh. Da bin ich down gegangen. Okay, ich glaube, dass ich das nicht überleben könnte. Kaith macht unheimlich wenig Schaden. Nein. Das war ein einziger... Huch. The fuck? Ich meine, was war denn das jetzt? Das hat mich gerade irgendwie ziemlich verwirrt. Die Checkpoints sind irgendwie für den Arsch. Ja. Das passiert eben, wenn man nicht gut, beziehungsweise so gut wie gar nicht ausweicht. Ey, was ist denn jetzt los? Das spawnt irgendwie andauernd mehr. Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes Dungeon-Design, muss man sagen. Kann aber auch sein, dass es einfach nur ein stinknormaler Bug ist.
Was nicht so cool wäre, wenn da spawnen andauernd Neues. Das Renvari. Und ja, ich glaube, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Aber naja, was soll's. Man kann das Spiel ja auch auf mehrere Weisen ficken. Zack. Komm. Stirb. Jetzt ist es... irgendwie ist das die Mission gerade ganz verkackt. Weiß auch nicht. They forced her to say those things. Svelta isn't evil. She'd never fall to nightmare. If I could get her away from those courtiers, I know I could bring her back to the dream. I warned you that we might be too late, Teokrin. Nightmare never relinquishes those it is enthralled. You must let her go. If you chase Svelta, you will fall into Nightmare as well. We must grieve her loss and move on. Why are you so sure of that? Have you seen this before? Yes, I've seen. I am certain. You must believe me. Svelta said the Nightmare Court is going to attack Astoria Village. Are we going to risk innocent lives to chase Teokrin's false hopes? You must do as you think best, Firstborn. As for me, I will not abandon Svelta. Then the Valiant must choose. Do you wish to make another attempt to save Svelta? Or will you protect the villagers? Ja, was werden wir tun? Ich bin ja momentan irgendwie mehr dafür, dass wir die Svelta nochmal versuchen zu retten. All dieweil ich ja nicht so ein Arschloch bin. Und ich finde, ja, ich weiß auch nicht. Werden es wahrscheinlich eh nicht schaffen, die wieder zu konvertieren. Okay. Ja. Ich werde keine Freunde zurücklassen. Living or dead, I must go to Svelta. She is my world. Na, die Hose ist irgendwie scheiße. A fool's world, Teokrin. Built on delusions. Love until your heart breaks. It will not change the truth. I go to warn the villagers of Astoria. Valiant, we'll meet again. We must hurry, Valiant. Svelta said I'd find her where we first fell in love. Meet me in Argham Wilds. Ja, die Hosen waren alle scheiße. Ich habe jetzt einfach eine genommen zum Entzaubern. Beziehungsweise zum Auseinandernehmen. Nicht sicher, ja, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Wo soll ich den Typen treffen? Ah ja. Direkt weiter und ich würde jetzt spontan sagen, wir machen hier Schluss. Und ich schaue einfach nochmal demnächst weiter. Macht's gut, tschüss.